Herzlich willkommen, Pressegespräch von unserem Auswärtsspiel in Nürnberg. Die kleine Verzögerung bitte ich zu entschuldigen, aber Essen der Spieler hat halt nun mal ein bisschen Vorrang. Nach Nürnberg werden uns etwa 3250 FCK-Fans begleiten. Wir gehen davon aus, dass aber mit den Fans aus der Region dort unten etwa 4000 Lautrer, das sieht auch die Polizei so, da sein werden. Dann folgt das Heimspiel gegen Hertha BSC, Stand jetzt 32.000 Tickets. Dann spielen wir beim Deutschen Meister in Dortmund, Stand jetzt 2.500. Und dann zum Abschluss der Hinrunde, was die Liga angeht, zu Hause gegen Hannover, bis jetzt etwas über 30.000. Schiedsrichter in Nürnberg ist Tobias Welz. Letztes Spiel, was er von uns gepfiffen hat, war der Saisonauftakt gegen Augsburg hier zu Hause, 1:1. Und er hat auch in der letzten Saison und dann 3:1 Erfolg in Nürnberg gepfiffen. Mit dabei hier oben Martin Amedick. Martin, die kleine Serie ist gegen Leverkusen gerissen. Es ist viel gesprochen worden über all das, was da nicht geklappt hat und individuelle Fehler. Das Spiel mal ganz kurz mit 2-3 Sätzen in der Rückschau und dann einen Ausblick auf Nürnberg. Was habt ihr euch vorgenommen? Ja, es ist ärgerlich gewesen, dass wir gegen Leverkusen letztendlich dann in der zweiten Halbzeit das Spiel aus der Hand gegeben haben. Wir waren relativ ungenau in den ersten 10 Minuten in der zweiten Hälfte. Wir haben das nochmal analysiert. Im Bild auch und haben da den finalen Pass nicht richtig gespielt, sonst hätten wir, glaube ich, wirklich 4-5 richtig gute Aktionen haben können und dann ist halt das Gegentor passiert. Ja, die erste Halbzeit war sehr gut von uns, denke ich, dass wir mindestens pari waren und ja, teilweise hätten wir noch gefährlicher vors Tor kommen müssen und ja, wir haben es jetzt aber aufgearbeitet und dementsprechend auch abgehakt und jetzt haben wir uns gut vorbereitet auf das Nürnberg-Spiel. Sicherlich von der Tabellenkonstellation eine sehr gute und wichtige Aufgabe, Auswärtsspiel in Nürnberg, wo wir noch gute Erinnerungen an letzte Saison haben und da wollen wir natürlich einen guten Auftritt hinlegen und ja, Punkte einfahren dann. Nürnberg ist relativ gut in die Saison gestartet, jetzt aber sukzessive den Weg nach unten angetreten. Wie schätzt du die Mannschaft ein? Glaubst du eher, das wird eine verunsicherte Truppe sein? Wie werden die zu Hause auftreten? Ja, vor allem eine aggressive und verärgerte Truppe, die unbedingt zu Hause sicherlich da einen guten Auftritt hinlegen will und vor allem dann nach längerer Durststrecke und nach mehreren Spielen endlich wieder Punkte einfahren will. Aber das soll uns nicht daran hindern, einen guten leidenschaftlichen Auftritt hinzulegen, eine kompakte Einheit zu bilden und ja, alles in die Waagschale zu werfen, um letztendlich dann zu punkten. Ich freue mich auf das Spiel. Ich finde es immer wieder beeindruckend und will das an dieser Stelle auch nochmal erwähnen, wenn ich die Zahlen hier höre, die unser Pressesprecher präsentiert, wie viele Auswärtsfans uns begleiten, was für eine Stimmung bei den Auswärtsspielen dann auch ist, bei den Heimspielen sowieso, aber da ist Herzblut bei den Fans und da wollen wir natürlich auch was zurückgeben. Ich denke, wir haben das in den letzten Wochen auch ganz gut gestaltet, aber da hört es ja nicht auf. Also der Weg geht weiter und da freuen wir uns dann auch auf die Spiele. Eure Fragen an Martin? Olli Sperk?